In Connys Garten wachsen ja diverse Früchte, die regelmäßig geerntet werden und die ihm hier das Leben versüßen. Seine kleine Zuckerrohrplantage hat er bisher sträflich vernachlässigt. Bis ihm klar wurde, was man daraus Schönes machen kann. Ja, ich habe ja jetzt festgestellt, dass der mein Zuckerrohr ziemlich groß geworden ist. Und ich weiß nicht so richtig, wann man das ernten kann. Und das habe ich überlegt. Ja, wir haben ja hier auch eine Schnapsbrennerei, eine Destille. Und wo ich auch ab und zu mal hinfahre und rumhole. Und da kann ich doch mal fragen, vielleicht haben die ja eine Idee. Oder können wir sagen, wann das Zeug fertig ist, dass man das jetzt ernten kann. Ja, und da fahren wir jetzt hin. Bei ihrem Roadtrip durch die wilden Weiten der USA waren Manu und Conny zufällig in dieser Rum-Distillerie gelandet und dabei richtig auf den Geschmack gekommen. It sounds like we're doing okay. I'll need a translator for that. I think we take some bottles. Jetzt will der König der Selbermacher also seinen eigenen Rum brennen. Fragt sich nur wie. Connys Kumpel Robert hat auch mal ganz klein angefangen. Jetzt hat er die größte Destille auf Oahu. Hey Robert. Hey. It tastes good. Long time no see. Good to see you. Been a while. Yeah, been a while, but sometimes I can come around and get me some rum from you. Yeah. We always love to see you. Vor ungefähr sechs Jahren oder so, da haben wir uns kennengelernt. Und da haben wir auch mal so ein Rum-Tasting gemacht und da war das alles. Das war hier noch gar nicht. Das war alles ganz klein. Die hatten also so eine kleine Menge immer an Rum produziert. Da waren sie auch sehr stolz drauf. Seitdem kennen wir uns und ich würde mal sagen, schmeckt gut das Zeug. Robert, I have a question. I have some plants, sugarcane. I don't know what brand or whatever. But I just want to know, when can you harvest the sugarcane? I think what I have is way too old. Yeah, yeah. How can you see it's time to harvest? Sure. I mean, you know, generally speaking, Hawaii, sugarcane's a grass, so it grows like your lawn, believe it or not. But you cut it once a year, and it'll grow back. And then every year you cut it. It's called the ratoon, and it grows back, maybe 4 or 5 years before you have to replant. Theoretisch ist das ja immer schwierig zu erklären. Aber vor Roberts Firma stehen ja ein paar schöne Exemplare für den Anschauungsunterricht. You know, this is a healthy sugarcane right now, ready to harvest. Yeah. See, it's not started, the buds aren't popping. Yeah, that's, it's nice and thick. Yeah. Plenty of juice in there. I'll see if I can find one that went too far. Yeah, see this? See this right here? This is no good. Oh, yeah, that's it. It's trying to throw roots. Yeah. So this one we need to cut out. I should cut it out today. That's because it's done. It's not making sugar anymore. Now these are okay. But as soon as it starts throwing roots and new shoots, it starts too late, it's, right? It's reproducing. It's not making sugar. So they wouldn't get much sugar out of it. Ah. Conny ist inzwischen zur Feldforschung auf der Plantage unterwegs. Das erste, was er von Roberts Chefgärtnerin lernt, ist auch gar nicht so schwer. So you need lots of water. Even though we're in Hawaii, we don't get enough water naturally from rain. So you still need to irrigate or hand water your plants. And make sure they're getting lots of sunshine as well. Don't put them in a shady area. Natürlich ist Conny in erster Linie gekommen, um sich ein paar Tipps abzuholen. Aber wenn man immer nur über Rum redet, vergisst man ja fast, wie gut der schmeckt. Also nochmal schnell in die Testabteilung. Erstmal gibt's die Urform, Zuckerrohrsaft. Ja, jetzt ist an und für sich das, was ich noch nicht habe, so eine Maschine, wo du das Zuckerrohr durchschickst und dann kommt Saft raus. Und wenn du den Saft hast, den in so einen Fermenter, das setzt sich ja unten ab und dann kannst du das irgendwann abschöpfen und dann eben halt in die Destillerie rum draus machen. Aber jetzt trinken wir das einfach so. Weil im Zuckersaft noch kein Alkohol ist, darf auch die arbeitende Bevölkerung probieren. Cheers! Prost! Oh, ist das lecker, wa? Das ist awesome. So good. Oh, also es ist süß, es ist ein bisschen fruchtig auch. Man schmeckt eben halt das Zuckerrohr, also Grünzeug.
Ne? Aber einfach unglaublich, unglaublich. Ohne zwei Flaschen Rum kann Conny unmöglich nach Hause gehen. Natürlich alles nur zu Studienzwecken. So. Oh, it's just an idea to maybe do some rum. It's just, it's not compared to this. Yeah. It's just an idea. I have some place, enough space to grow something. Yeah. Yeah. Right now it's right between my banana trees. So it's just not for, it's not for commercial, just how that works. Yeah, that is what I mean. A lot of licenses, a lot of government involvement. Ah, yes, but it's not like Germany where you can do a certain amount for yourself. In America, oh, is it? In America you cannot. Damit hat Conny nicht gerechnet. Platzt jetzt der Traum vom eigenen Rum? The only thing I can say, unfortunately, is just to start with a federal license. In the United States, you can't make 3 or 4 bottles for yourself. You're just not allowed to. It's illegal. It's called bootlegging. So apply for a permit. Ja gut, ich wusste, dass in Amerika die Alkoholgesetze sehr streng sind. Aber wenn du jetzt, so in Deutschland kannst du ja für einen Eigengebrauch irgendwas anbauen oder kannst du Bier machen oder aber dass das hier so streng ist, das wusste ich auch nicht. Na ja gut. Wir gucken mal. An und für sich mache ich ja nur Sirup oder Saft. Na, das klingt aber nicht nach Einsicht. Sehen wir bald, wie sich eine FBI-Spezialeinheit vom Hubschrauber über Coney Island abseilt und Connys Gebräu beschlagnahmt? All right, my friend. Good to see you. Later. Ich habe ja auch schon eine Idee, wo ich so einen kleinen Raum bauen könnte, wo ich dann so eine kleine Maschine mal installieren kann. Aber jetzt stellt sich erst mal die Frage, was sagt denn Connys Regierung? Hallo? Zum Thema Schwarzbrenn. Wo bist du? Mein geliebtes Weib. Mein mir angetrautes Weib. Manu, bist du da oben? Komm mal hoch. Klingt so, als würde er ihr schonend beibringen wollen, dass er schon mit einem Fuß im Knast sitzt. Du, mein Engelchen. Na? Du weißt jetzt, wie du rummachst. Ich mach nicht rum. So was mach ich nicht. Na ja, ich meine, wir machen ja keine gewerbliche Brennerei da oder Rumdestillerie. Das ist ja nur mal was zum Probieren. Und was man nicht weiß, ne, weiß ich eben halt nicht. Der Kollege hat mir jetzt erklärt, dass wenn die Stangen, also der Zuckerrohr, ne, eine Seite schon rauskommt, dann ist es schon zu spät. Oh. Man kann aber die Stücke benutzen, um die wieder einzupflanzen, dann kriegst du wieder neue. Ach so. Und wir brauchen wesentlich mehr Wasser da unten. Jetzt nur für den Zuckerrohr. Mhm. Ne? Dann wächst er schneller. Ja, das heißt also im Moment so können wir nichts großartig machen. Einmal im Jahr muss das Ding komplett runter und dann sind die fertig. So wie bei den Bananen. Wie bei den Bananen. Jetzt muss ich mir mal irgendwie überlegen, ob ich so eine Presse oder irgendwie so eine Handnudeln, wo man früher mit Wäsche durchgedrückt hat oder irgendwas. Ach so, wegen dem Saft, ne? Ja, sowas muss ich mir irgendwie bauen oder machen oder was, keine Ahnung. Mhm. Ich gehe jetzt mal runter und hack den ein, der schon ziemlich ausgefranst ist da, und dann buddel ich den wieder ein. Ah, oh ja, und ne? Du vermehrst ihn. Ich vermehr ihn jetzt. Mach aus einem 10. So ungefähr. Okay. Ja. Ab jetzt befinden wir uns also in einem semi-kriminellen Bereich. Conny legt jetzt den Grundstein für seine Karriere als Schwarzbrenner und geht dabei schon erschütternd professionell vor. Gut. Hat er recht gehabt. Die kann man nicht mehr essen. 8 bis 9 Stauden Zuckerrohr braucht Conny für eine Flasche Rum. Mehr gibt seine Plantage im Moment auch nicht her. Ich buddel jetzt hier ein. Ich hole mal einen Bohrer, damit er schneller geht. Und je länger er darüber nachdenkt, umso mehr freut sich Conny auf seine kleine Destille. Ja, ich will ja keine Alkoholproduktion hier starten, aber ich habe gedacht, wenn ich mal wieder Langeweile habe oder so und dann ordentlich pogeln muss, dann kann ich da unten so ein Erdloch ausbuddeln und dann Dach drauf. Und dann habe ich so einen kleinen Aufenthaltsraum, wo man vielleicht mal so eine kleine, irgendwas brauen kann. Und Conny weiß auch schon, wo er seine, nennen wir sie, Experimentier-Mini-Plantage auf seinem Grundstück bauen will. Versteckt tief im Dschungel. Hier, wo der Felsen ist, habe ich gedacht, wenn ich das alles so ein bisschen
da so ein bisschen auskoffer, dass alles ein bisschen gerade macht. Und die Erde dann hier, um den Weg zu befestigen. Und da kann ich dann so ein kleines Dach drauf machen und dann habe ich so einen kleinen Unterstand. Jo. Das ist ja ganz gut hier. Hier kann ich auch niemanden hören. Hier bist du mitten in der Erde, wie so ein Erdnuggel. Jo. Und dann guckst du hier in den Dschungel. Liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Und hier geht's weiter zum nächsten Video von Willkommen bei den Reimanns. Oder kostenlos streamen auf Joyn.